Ich habe Coimbra verlassen gestern. Es war regnerisch, es war Zeit für einen Aufbruch. Parkplatzleben ist komisch, ist anders. Und ich bin jetzt hier allein wieder und ich fühle mich tausendmal wohler. Ja, das ist mein Parkplatz hier. Was heißt Parkplatz? Das ist jetzt mein Campingplatz. Hab gestern eine große Wäsche machen müssen. Das habt ihr ja vorher schon gesehen. Hab unbedingt Strom braucht. Deshalb heute Campingplatz. Ja, und das Wetter hat auch dementsprechend schlecht ausgeschaut. Die App sagt 14 Tage Regen. Gut, ich stehe jetzt mit dem T-Shirt da. Die Nacht hat es ein bisschen genieselt noch. Da hinten ist schwarz. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da kommt schwarz daher. Ich weiß aber nicht, ob das hierher zirkt. Fast keiner da. Da hinten steht noch einer, der bewohnt ist. Campingwagen. Ansonsten glaube ich, bin ich fast allein. Also zu zweit sind wir halt dann. Ja, ich glaube, ich werde heute mal aufs Dach raufgehen, wenn das Wetter nicht daher zirkt. Servus, ich war jetzt zwei Tage hier am Campingplatz, hab unbedingt Strom braucht, die Batterien sind aber jetzt proppevoll, alles ist geladen und gestern habe ich natürlich auch ein bisschen pinselt, wie ihr schon gesehen habt. Ja, jetzt gehe ich noch duschen und dann fahren wir weiter. You know I don't speak Spanish. In English, please. Huh? You pooped in the refrigerator. So. Jetzt bin ich gerade angekommen. Nach ungefähr 40 Kilometer bergauf, bergab. Mensch, da geht's ganz schön steil bergauf. Sieht man da drüben die Steigung. So ungefähr bin ich jetzt gerade rausgefahren. Ja, kein Mensch da auf diesem Park. Naja, doch, einer ist da. Und der hat eigentlich einen schönen Platz, weil da gibt es nämlich sogar umsonst Elektrizität. Es gibt Wasser umsonst, es gibt Strom umsonst. Du kannst deine Grauwasser entleeren. WC habe ich noch nicht gesehen. Aber das ist eh leer, das brauche ich nicht. Also, was will man da mehr? Servus,
aus Mira de Ayer. Und ich befinde mich ja gleich bei den gleichnamigen Grutas Mira de Ayer. Ist ein Höhlensystem, also Grotten. Und ich werde mich da ein bisschen. Und ich werde mich noch ein bisschen schlau machen, weil das sollen angeblich riesengroße Höhlensystem sein. Und vielleicht sage ich da noch was dazu. Aber jetzt gehen wir erst einmal rein. Sieht man das alles nass, aber wo, hey, jede Mühe wert, muss ich sagen. Ich habe jetzt ein bisschen was gelesen über die Höhlen. Die sind 1947 entdeckt worden, 1974 allerdings erst geöffnet worden für die Öffentlichkeit. Insgesamt sind es über 11 Kilometer und wir sind jetzt bloß 600 Meter gegangen und 110 Meter tief. Wo sind wir gegangen sind. Insgesamt, glaube ich, sind es über 230 Meter oder sowas.
Auf jeden Fall Wahnsinn. Ich bin jetzt durchgeschwitzt. Wie gesagt, wenn man nicht gut zu Fuß ist, geht's schon ganz schön an Grenzen. Nochmal zurückgehen, weil ich fertig bin. Aber am Schluss gibt's einen Aufzug hoch. Gott sei Dank. Hey. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt fix und alle erst einmal. Ich brauche jetzt ein bisschen eine Pause. Muss unbedingt was trinken und dann voll weiter. Lustig, man findet hier in Portugal lauter so kleine Autos. Kenn die gar nicht, schauen aber total gut aus.